Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Wir möchten heute gerne wieder für dich beten. Vielen Dank für die positiven Resonanzen, die wir bekommen. Wir freuen uns über jedes Feedback. Hoffnung um 12, wir wollen wieder ermutigen. Ich möchte heute ein paar Dinge sagen über die Macht der Worte. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Du darfst uns gerne schreiben auf gebet@missionswerk.de oder im Chat oder auch per Telefon bis 13 Uhr. Wir freuen uns, wenn du dich meldest. Was mir in der letzten Zeit so wichtig geworden ist, in der Bibel heißt es in Sprüche 18, Vers 21, Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Wenn wir diesen Bibelvers in dieser Zeit betrachten, Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden, dann ist das uns sehr, sehr nahe geworden, wie heute auch über Leben und Tod entschieden wird, zum Beispiel in den Kliniken, wenn die Betten nicht mehr reichen und so weiter und so fort. Aber im geistlichen Bereich, Worte haben Macht. Die Bibel sagt uns, das, was wir gesprochen haben, ist existent. Und Worte haben Macht, ob sie negativ oder positiv gesprochen werden. Und daher, wenn du irgendwie gesagt hast oder gesagt hast, ich habe keine Chance mehr oder mich trifft das auch, ich glaube, ich überlebe das nicht und so weiter. Ich sage dir, brech im Gebet diese Macht dieser Worte, dass sie nicht Wirklichkeit werden. Oder mir geht es auch so schlecht. Oder ich werde nie mehr eine Arbeit finden. Mit dem Alter nimmt mich keiner mehr. Brich diese Macht der Worte, sage Herr Jesus, es tut mir leid. In deinem Namen, Jesu, breche ich die Macht meiner blödsinnigen Worte. Rede Worte des Sieges, rede Worte des Erfolgs, rede Worte der Gesundheit, sprich sie laut aus. Und du wirst erleben, dass sich das wirklich bewahrheitet. Tu das. Und das ist die Ermutigung, die ich dir heute zurufen möchte. Ja, und so wie wir oft morgens den Tag beginnen, so ist unser ganzer Tag. Wenn wir negativ beginnen, ist er negativ. Und wenn wir ihn positiv beginnen, ist er positiv. Worte haben Macht und das ist wirklich wahr. Menschen brauchen Gottes Hilfe und dafür wollen wir auch heute beten. Da hat uns jemand geschrieben auf YouTube, die Waltraud hat Folgendes geschrieben. Liebe Geschwister, ich bitte euch für mich zu beten, für meinen unheilbaren Lungenschaden, für meine Herzschwäche und Freisetzung von schwarzer Magie. Herzlichen Dank, ich vertraue auf Gott. Das ist das Beste, wenn wir auf Gott vertrauen und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt die Waltraud siehst. Und du siehst, in was für einem Dilemma sie steckt. Und ich danke dir, dass du sie berührst an ihrem ganzen Leib. Sie braucht Heilung von dir. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom auch heute noch fließt. Danke, Jesus, dass du sie berührst und dass sie wirklich frei sein darf, auch von ihren Krankheiten und auch von diesen Gebundenheiten, die sie festhält und sie umklammert. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch Menschen freisetzt und dass du das jetzt gerade tust, auch bei ihr. Danke, Jesus. Amen. Schreib uns deine Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Und noch ein Gebetsanliegen hat uns auf Facebook erreicht. Die Renate schreibt uns, bitte betet auch für mich und meinen Mann für Änderung der häuslichen Situation und passende Wohnung. Danke, dass es euch gibt. Ja, da wollen wir dafür beten und ich glaube, das ist eine Situation, die viele haben. Herr Jesus, danke, dass du jetzt diese Situation kennst, wo jetzt Familien ganz eng aufeinander wohnen, Ehepaare ganz eng aufeinander wohnen und nicht raus können. Und ich danke dir, dass das nicht zu Spannungsfeldern führt, sondern dass das wirklich zu was Gutem führt. Herr, ich danke dir dafür. Herr, lass die Familien wieder enger zusammenwachsen. Lass sie erkennen, dass da auch eine Qualität drin liegt, wenn man sich immer
wenn immer die ganzen Leute da sind, wenn man zu Mittag essen kann, zusammen, wenn man zu Abend essen kann, zusammen, wenn man ins Bett gehen kann, zusammen und die ganze Sache zusammentun kann. Und ich danke dir dafür, Herr, danke Herr, dass der Nachteil auch zum Vorteil werden kann. Und ich danke dir, dass du die Last von diesen Menschen nimmst, die sich auf den Wecker gehen, auf den Nerven gehen. Ich danke dir dafür, dass Friede einkehrt. Und ich rufe Frieden aus über diesen Ehepaaren, über diesen Familien. Herr, in deinem Namen Jesu. Amen. Amen. Wir erleben gerade auch, dass Menschen offen sind für Gottes Wort. Dass wir wirklich als Christen auch ein Zeugnis sein dürfen für Menschen, die in Not sind oder die in unserem Umfeld sind. Und da hat uns der Ralf ein Video geschickt, was er alles erlebt hat. Ja, meine Ermutigung, die ich erleben durfte, ist so circa 2 Wochen her. Trotz der Corona-Krise habe ich den Vorteil, weiterhin meine Kunden bedienen zu können und die kommen dann auch ins Büro. Und da hatte ich natürlich einen Kunde und die Frage kommt tatsächlich mal öfters. Wenn es denn einen Gott gäbe, warum gibt es dann die Corona-Krise? Weil alle meine Kunden wissen, dass ich ein gläubiger Mensch bin. Und gut, da habe ich gesagt, ich kann selber jetzt keine wirklich schlagkräftige Antwort darauf geben. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß aber nur eins, dass unser Gott, der für uns alle da ist, sowas grundsätzlich nicht haben möchte. Er möchte, dass wir immer ohne Angst und Zweifel durchs Leben gehen und dass es uns einfach in allen Bereichen gut geht. Der Kunde war davon wenig beeindruckt von der Aussage. Der war da schon sehr skeptisch und misstrauisch. Und trotzdem hat er mir dann die Frage gestellt, ja, nach dem, was ich jetzt gesagt habe, wie ich es persönlich sehe mit Corona und ob ich denn Angst hätte oder nicht Angst hätte, je nachdem, habe ich gesagt, nee, ich habe wirklich keine Angst, weil ich habe mein Leben Jesus Christus übergeben. Das war eine wichtige Entscheidung und das gibt mir 100% die Sicherheit, dass mein Leben immer weitergehen wird, egal in welcher Form. Ich möchte auf jeden Fall das ewige Leben erreichen. Und da meinte er, ja, das wäre für ihn eigentlich auch ganz interessant. Da habe ich gesagt, ja, das ist, glaube ich, für jeden Menschen interessant, was man denn dafür tun müsste oder so. Da habe ich gesagt, ja, ich empfehle Ihnen einfach mal, es erstmal in der Bibel nachzulesen. Habe ihm dann auch eine Bibel schenken können und habe ein paar Stellen angekreuzt. Und er hat mir versprochen, dass er, wenn er die Bibel durchgelesen hat, sich wieder bei mir meldet. Da bin ich jetzt mal überrascht. Und vor allen Dingen fand ich schön, dass er mit einer ganz anderen Grundeinstellung wieder ging. Also das ist etwas, wo ich persönlich natürlich immer große Freude dran habe. Und ja, ich wünsche euch weiterhin alles Gute und eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao. So wie das Video von Ralf, möchte ich dich ermutigen, auch uns eins zu schicken oder einen Text auf WhatsApp auf diese Nummer, die hier eingeblendet ist. Wir möchten gerne Menschen ermutigen und sag uns, was so Positives bei dir in dieser Zeit passiert. Und Positives hat auch diese Person erlebt, die uns geschrieben hat. Und sie schreibt: Herzlichen Dank für eure Gebete. Ich habe Gottes tiefen Frieden erlebt. Der Schmerz der Minderwertigkeit ist weg. Ich kann es aushalten, wenn Menschen negativ über mich reden. Auch meine Warze ist abgefallen. Gottes reichen Segen über euch. Ja, in dieser Zeit, wo viele Menschen so Angst haben vor der Zukunft oder überhaupt Ängste haben, da brauchen wir Gottes tiefen Frieden, so wie diese Person das erlebt hat. Und da möchte ich jetzt noch kurz beten für Menschen, die wirklich Gottes Frieden brauchen. Danke, Jesus, dass du der Friedefürst bist und dass du Frieden gibst. Und jeder Einzelne, der jetzt deinen Frieden braucht, der geplagt ist von Ängsten, Zukunftsängsten oder Gesundheitsängsten, egal was, dass er deinen tiefen Frieden erfährt. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der uns wirklich diesen Frieden ins Herz gibt, so sagt es dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass wir das erfahren dürfen und wir preisen dich dafür. Amen. Amen. Und jetzt auch der Tipp des Tages. Wir feiern in ein paar Tagen Ostern. Ostern
fängt an mit Karfreitag, wo Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Für jeden Menschen auf dieser Erde, ob er gläubig ist oder nicht gläubig, für jeden ist er ans Kreuz gegangen. Jeder darf den Nutzen aus diesem Kreuz nehmen, wenn er es annimmt. Nimm ein Blatt Papier und schreib mal auf, was du denkst und was du weißt, wofür Jesus für dich gestorben ist und wieder auferstanden ist. Was für einen Nutzen du davon hast. Er hat die Erlösung ermöglicht, er hat Heilung ermöglicht und ich glaube, du weißt noch viel, viel mehr. Oder nimm einfach mal die Bibel und such dir diese Dinge raus. Oder google mal im Internet, was Jesus für dich getan hat. Schreib es dir auf, es wird dich stärken, weil es sind wunderbare Dinge. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wir freuen uns immer, wenn du dich meldest. Du kannst weiter deine Anliegen senden. Wir beten gerne für dich. Und das Telefon ist besetzt bis 13 Uhr. Ich möchte dir heute etwas schmackhaft machen. Wir haben sehr viele Menschen, die auf unserer Webseite missionswerk.de ganz unten die Ermutigung der Woche angeklickt haben. Wenn du dort diese Ermutigung anklickst, bekommst du jeden Montag eine kostenlose Mail, wo wir beide abwechselnd eine Ermutigung schreiben, etwas mehr, wie wir jetzt hier Zeit haben. Und lass dich da segnen. Es ist jedes Mal auch was dabei, was man auch daraus tun kann. Einfach anklicken und es miterleben. Ja, vergiss nicht, uns deine Erlebnisse zu schildern über WhatsApp. Das wäre uns sehr wichtig. Und auch ein Feedback zu geben über diese Sendung. Wir freuen uns, dich morgen wiederzusehen. Wir freuen uns, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, die Sendung hat dir gefallen. Wir wünschen dir Gottes Segen. Bis morgen. Tschüss. Alles Gute.